Hey Leute, es gibt neue Shirts im Bergmann-Shop. Unter anderem das offizielle From the Future-Shirt, inklusive Redaktionsausweis und Zertifikat. Wenn ihr euch also den Abenteuern unserer From the Future-Redaktion anschließen wollt, dann schaut unbedingt in die Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Minecraft Pyro. Und wenn euch die Folge gefällt, dann lasst sehr gerne eine Bewertung da. Also ich möchte jetzt nicht sagen, aber sie haben irgendwie die halbe Platte nur zurückgegeben. Hier ist der zweite Teil. Genau. Hier. Oh, jetzt haben wir. Ja, genau. Moment, das ist gar nicht die Platte. Wollte ich mich hier auf den Arm nehmen? Doch, das ist die Platte. Kapitän. Entschuldigung. Ach, da, Mann. Das sieht aber auch alles gleich richtige aus. Richtige Platte. Tut mir leid. Könnten Sie noch bitte einmal diese Platte einlegen? Natürlich. Hört ihr das? Ich verspüre irgendwie so ein Gefühl in meinen Adern. Oh mein Körper. Oh mein Gott, das gerät in Schwingung. Ich möchte nicht sagen, aber diese Platte hier. Ich glaube, die Musik. Ungewohnte Wellen aus. Die zeigen eine Resonanz mit unseren Körpern. Ist das diese Magie? Ist das die Magie, von der Sie sprechen? Moment. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen peinlich, aber ich glaube, wir sollten erstmal später noch ein bisschen weiter forschen, nämlich ich habe echt keine Ahnung, wie gefährlich das hier. Ja. Sie sehen ja schon, die Platte hat auf alle Fälle einige Kräfte. Wo? Aber ja, wir haben echt keine Ahnung, wie man die unter Kontrolle hält. Tragen Sie die immer bei sich, damit. Nee, normalerweise wird die in unserem Safe gelagert. Und wo ist der Safe? Ja, das ist halt schwierig. Der ändert immer seine Position hier. Ah ja, das ist natürlich das Gebiet. Wir lagern die halt nie hier einen Tag lang am selben Ort. Also normalerweise wird von Tag zu Tag gewechselt. Was machen Und Sie wo da? Wäre die zum Beispiel? Morgen wäre die vielleicht hier unten. Ich habe mich verlaufen. Da geht's nur in den Keller. Das ist ja interessant. Die machen wir mal zu. Einer dieser Kisten. Was ist das denn hier? Nennt sich Hund. Nee, das Buch. Ist das eine Erfindung von Ihnen? Dieses ja Buch. Wir nennen es Buch mit Wind. Das Problem ist halt, man kann hier versuchen zu lesen, aber das Buch blättert halt automatisch weiter. Ja, das Fenster hier, der Wind also und das Fenster ist ganz Das ist echt unlesbar, dieses blöde Buch. Keine Ahnung, was das soll. Wo ist denn gerade eben die Perle über meinem Bett ist verschwunden? Mir ist die gerade auf den Kopf gefallen. Oh, was? Wir müssen uns ein bisschen besser absichern hier. Ja, sichern Sie das bitte mal ein bisschen besser ab. Woher haben Sie eigentlich die Perle und die anderen sehr interessanten Gegenstände? Die Perle habe ich in einem Kampf um Leben und Tod. Mit wem? Haben Sie vielleicht mit einer komischen schwarzen Kreatur. Eine was? Mit lila Augen. Haben Sie was gesehen? Tatsächlich. Moment mal. Was sollte man denn da sehen? Bergbird besitzt auch so eine Perle. Nein. Ich habe gesehen, sie hat noch eine zweite in der Hand. Nein. Ich habe sehr scharfe Augen. Nein. Also ich möchte jetzt mal ein Wort zu Ihnen allen sagen. Also versuchen Sie bitte nicht, Professor Magic auf den Arm zu nehmen. Also echt. Nein. Kommen Sie mal her, du. Also da habe ich bis jetzt, das könnten wir ja gar nicht schaffen. Das könnte nur Sir Cracker. Also, wenn ja, richtig. Uns jemand auf den Arm nehmen könnte, dann Sir Cracker. Das stimmt wohl, ja. Nee, aber ansonsten. Ja, Sie haben ja bereits Interesse bekundet an der Katze zum Beispiel, die wir bei uns haben. Ja, also wir haben auch noch Katzen? Diamanten. Ich meine, wenn man jetzt da... Wir haben Diamanten. Ich alles auf den Tisch stehen, Herr Gespräch. Also, Diamanten. Wir wollen ganz ehrlich mit Ihnen sein. Ja. Es geht uns gar nicht mal genau um den Handel. Es müsste kein dauerhafter Tausch sein. Wären Sie vielleicht damit einverstanden, dass wir uns vor allem diese Platte vielleicht mal einen Tag leihen und dafür kriegen Sie auch unsere ganzen Wertgegenstände als Pfand. Wir bringen und das hundertprozentig wieder zurück. Und alle Katzen, die kriegen Sie oben drauf. Sie kriegen das geschenkt. Die anderen geliehen. Und wir würden nur einmal die Schallplatte einfach um... Ich möchte ja nichts sagen, aber ich habe ein ungutes Gefühl, wenn diese Platte die Insel verlässt, sagen wir mal so. Also wir haben, wie gesagt, noch nicht genügend Forschung angestellt. Ihr ganzes Wertmaterial? Vielleicht ist da ja auch ein oder anderes Forschungsmittel. Sehen Sie mal an, wie sympathisch die aussehen, die Herren. Denken Sie, Sie würden uns über das Ohr ziehen? Professor Magic, sind Sie wirklich der Ansicht, dass es keine
gefährlichen Reaktionen geben könnte, wenn die Platte die Insel verlässt. Also mit dieser Platte hängen wir echt fest. Wir kommen damit kein Stück weiter. Also ich könnte Ihnen ja ein Angebot einfach machen. Sie können doch einfach unsere Forschungsutensilien für ein paar Tage vielleicht auch einfach nutzen und einfach mit der Platte auf dieser Insel einfach Forschung anstellen. Ja. Wir müssen uns aber um unsere Insel kümmern und das ist auch so weit weg. Wir können ja nicht immer hier bleiben. Ansonsten könnten wir natürlich auch Sir Cracker mitschicken, dass er die ganze Zeit aufpasst. Ich meine, mit dem will sich keiner anlegen. Ja, das könnten wir doch machen. Meinen Sie wirklich? Ja, das könnten wir doch machen. Dann, wir haben doch auch... Geben Sie uns... Jungs. Mensch, Leute! Jungs. Wenn er Hunger hat, könnten wir noch ein Stück Kugelfisch geben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Dann machen wir das so. Deal. Ja. Und wir legen noch ein Cracker natürlich ein, dass er dazu bereit ist. Wir würden noch ein festliches Mahl oben drauf legen. Ich habe noch ganz viel Fisch für Sie. Mögen Sie Fisch? Oh, ich liebe Fisch. Oh, das schauen Sie mal. Dann sind wir uns doch fast schon einig. Das ganze Eiweiß und die Proteine. Und perfekt für den Muskelbau. Mit dem Gegenwert, was genau? Also ich würde auf jeden Fall gerne die Katzen haben. Die bekommen sie. Ja, das können wir einrichten. Und was? Also wissen Sie was? Die kriegen einfach das Musikabspielgerät noch zusätzlich, aber wir brauchen auch nichts im Gegenzug. Sie stellen ja selber Forschung mit der Platte an. Das stimmt. Und eine Katze. Also eine Katze hätte ich echt gern. Die kriegen sie. Das also, ist gar kein Professor Problem. Magic, Sie möchten doch hier wollen Sie Selfie hier behalten, oder? Nein. Aber ich will eine Katze haben. Ja, ich will auch eine Katze haben. Absolut unethisch, was Sie hier machen. Ja, schauen Sie sich dieses Tierexperiment da draußen an. Ja, das finde ich okay. Aber der Handel mit Tieren... Aber überlegen Sie mal, wie viel mehr Werte wir bekommen würden, wenn wir die Katze mit in das Experiment einbinden. Oh ja. Also das ist unschätzbarer Wert. Katzen sind besonders gut für Experimente. Wir dürfen so, wenn Sie uns die Platte zur Verfügung stellen, was mit den Katzen passiert. Also die Katze würden Sie uns zu Forschungszwecken zur Verfügung stellen. Ja, natürlich. Das ist gut. Also wir wissen ja, dass Sie die jetzt gut behandeln. Sir Cracker, dann im Namen der Queen begleiten Sie diese Herren und... Möchte noch einmal lassen Sie auf die Platte auf. Ihnen eine Erklärung geben. Sehr gerne. Okay, also das hier ist das Plattenabspielgerät, okay? Ja. So, man packt dann diese Platte in den dafür vorgesehenen Schlitz. Und dann fängt es an zu spielen. Da drin ist ein Diamant verarbeitet und der erzeugt ein eigenes kleines Gravitationsfeld, was die Platte zum Rotieren bringt. So, das ist die Funktionsweise der Maschine. Captain Bergbeard, Sie sind ja der Anführer der Crew. Ja. Okay, dann vertraue ich Ihnen mal hier unsere magische Musikbox und unsere magische Platte an. Vielen Dank. Mit einem großen Vertrauen. Wenn Sie einem vertrauen können, dann wirklich mir. Auf jeden Fall. Das finde ich echt klasse. Das ist echt coole Leute. Wir legen alle unsere Hand für ins Feuer. Genau. Also wenn einer vertrauenswürdig ist, dann unser Captain. Dann ist er wirklich nur unser Captain. Der Cracker? Vielleicht noch zwei oder drei für ihn. Dann möchte ich ihn aber trotzdem doch als mein Bruder... Vorsicht! Oh Gott! Oh Gott! Was ist das? Takaishi! Ich halte ihn auf! Er will mich. Ich lock ihn hier um die Ecke. Okay, hier zu machen. Andere Seite dicht machen? Wir haben ihn. Nein. Nein. Warte, ich renn nochmal zurück rein, okay? Ich renn zurück rein. Ja. Und dann machen sie zu, sobald ich raus bin. Okay? Sobald ich raus bin. Zumachen. Aufmachen, okay. Dann schließ sie. Ja. Kommt sie raus. Okay. Wo ist er hin? Er ist weg. Nee, er ist da oben in der Ecke, Hier sieht man eine Hand. Ja, okay. Tatsächlich. Das war aber eine knappe Kiste hier wieder, Mann. Das hat uns zusammengeschweißt. Sehen Sie, wir sind toll. Aber die Herren, ich muss Ihnen echt sagen, sie haben sich gerade wacker geschlagen. Also, wenn Sie uns die Platz zurückbringen, bin ich auch, ich denke mal, sind wir auch alle dazu bereit, eine dauerhafte Partnerschaft. Und ich habe gerade gemerkt, wie viel Spaß das macht. Die Forschung ist so interessant, wirklich. Ja. Also, Sie können uns jederzeit damit einbeziehen. Wir freuen uns richtig auf die Forschung mit der Platte, Mann. Das wird super. Und die Erkenntnisse kriegen Sie natürlich auch ungefiltert zugesteckt von uns. Das wäre optimal. Zusammen mit den Katzen natürlich. Optimal. Mhm. Da werden wir mal gucken, wie man das so... Na, aber dann forschen wir auch erst weiter, wenn Herr Zerkracker wieder da ist. Ey, Oh Gott! Alles gut. Oh Gott. Nein, ist nicht alles gut. Okay, ich bin raus. Takaishi, was sollte das? Oh Gott! Hilfe! Er hat sich befreit! Schnell wieder rein! Stopp!
Scheiße. Er ist einfach zu klug. Okay, sehr gut. Großen Bogen darum. Gehen wir hier weg. Das war jetzt erstmal eine. Wir lassen ihn erstmal abreagieren hier in Ruhe und dann. Das wäre beinahe schief gegangen. Beinahe. Schauen wir mal wieder weiter, wenn der Cracker wieder hier ist. Okay, wollen wir das schlechte Wetter nutzen, um loszureisen? Okay. Auf jeden Fall. Dann haben wir ein bisschen mehr. Oh, was war das? Oh, hier war wieder so eine grüne Kreatur, keine Ahnung. So. Aber Ihnen ist nichts passiert? Nee, alles da. Super. Darf ich Ihnen noch einen Tipp eben auf dem Weg? Ja, lassen Sie Sir Cracker rudern, der ist echt schnell. Okay. Ja, aber es kann nur einer bei Ihnen mitfahren, sag ich mal, ne? Ja, gerade so ist noch Platz im Boot, wenn Herr Cracker wäre. Nur einen Moment. Ich würde sagen, ich fahre mit ihm, dann kann ich die Navigation besser übernehmen. Das macht Sinn. Alles klar. Oh. Alles klar, dann vielen Dank und Sie erfahren spätestens von Herrn Sir Cracker, die Forschungsergebnisse. Aber wir melden uns auch nochmal und vielen Dank. Die Katze wird Sie auf schnellstem Wege erreichen. Machen Sie es gut. Ja. Auf Wiedersehen. Viel Erfolg. Danke. Danke. Tschüss. Auf bis in ein paar Tagen. Ach, Mr. Magic, ich vermisse Sir Cracker. Ja, der wird schon bald wiederkommen. Der Cracker ist nicht unterzukriegen.